herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Olli1340, LS19. Ja, wir sind zwar hier auf der schönen Hinterkaifeck, aber darum geht es heute eigentlich gar nicht. Ich habe mal wieder ein bisschen rumgekramt und rumgestöbert und habe da eine schöne Mod gefunden. Ja, die Mod, das ist ein Sägewerk. Das Sägewerk ist vom Castor und ich kann einfach nur sagen, Hut ab. Super geile Geschichte. Wir können uns ja mal kurz das angucken. So, das sind 5 Elemente und die Elemente, die könnt ihr hinsetzen, wo ihr wollt und könnt damit euer Sägewerk so gestalten, wie ihr es gerne haben möchtet. Und das ist nicht ein großer Klotz, der irgendwo, naja, hingestellt werden muss und wo man nichts verändern kann. Wir haben hier einmal das Sägewerk an sich. Dann haben wir eine Palettenherstellung. Wir haben ein Holzlager. Wir haben ein Holzkraftwerk, wir haben einen Balkenwickler. Ja, das Sägewerk an sich stellt her Bretterpaletten, Holzbalken, Hackschnitzel und Rindenmulch. Das ist ja schon mal das Schöne, da hat sich jemand Gedanken gemacht und auch sich mal darüber überlegt, was für Produkte kommen da eigentlich raus aus dem Sägewerk. Ne? Und Rindenmulch ist ja ganz klar, wenn die Rinde ab muss oder so, haben wir natürlich auch Rindenmulch. Schöne Sache, gefällt mir sehr gut. Holzlager. Baumstämme werden automatisch gelagert in 12 Meter Stämmen. Werden automatisch gelagert und in 12 Meter Stämmen 8000 Liter wieder ausgegeben. Das ist so, ihr könnt euer Holz, wenn ihr das gefällt habt, irgendwo in das Holzlager reinpacken. Das verschwindet dann, das ist weg. Und auf diesem Holzlager erscheinen dann 12 Meter Stämme, die ein Gewicht von, die ein Volumen von 8000 Liter haben. Und diese Stämme könnt ihr da runternehmen und in eine Säge dann herschmeißen. Aber da zeige ich euch alles noch. Balkenwickler. Balkenwickler nimmt einzelne Balken 500 Liter an. Und gibt ein Paket aus gewickelten Holzbalken aus mit 6000 Liter. Ist eine lustige Geschichte, finde ich unheimlich toll, weil große Holzbalken für Leute, die große Hallen bauen und da die Holzbalken brauchen oder so, die werden natürlich eingewickelt. Kann ich einfach nur sagen, ganz toll. Sehen wir gleich alles. Eine Verkaufsstelle haben wir auch, die könnt ihr auch setzen, wo ihr wollt. Die nimmt dann alles Mögliche an. Hackschnitzel, Paletten, Balken, Leerpaletten und so weiter und so fort. Wie gesagt, das schauen wir uns gleich alles an. Palettenwerk haben wir auch ein kleines. Nimmt Bretterpaletten an und gibt Leerpaletten aus. Verkaufsgeschichten gehen auch, funktioniert alles. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe da mal ein bisschen was vorbereitet. Und da fahren wir jetzt mal hin und gucken uns die einzelnen Komponenten mal an. Motor an. Ja, das schöne Unimog hier. Ohne Mod komme ich später mal zu. Wie gesagt, bin da zeitlich ein bisschen angebunden und bin froh, dass ich überhaupt hier ein Video machen kann auf der Schnelle. Ja, ich bin hingegangen und habe ein Feld genommen, habe das zweckentfremdet und das ist direkt am Sägewerk, dieses Feld. Und habe da dieses neue Sägewerk hingesetzt vom Castor. Und ihr müsst nicht gucken, wie ich das gemacht habe. Steht einfach da. Es geht uns ja nur um das Werk an sich. Ich hoffe, ich bin jetzt hier richtig gefahren. Ich kenne mich auf meiner eigenen Map nicht aus. Ja, wie gesagt, zu dem Unimog, da komme ich später nochmal im anderen Video, weil das ist auch ein schönes Teil, habe ich auch gefunden beim Rumstöbern. Und naja, wir werden es sehen. So, da ist das Sägewerk. Und wir können ja mal, boah, ist das huckelig hier, mal auf der Karte gucken, welches Feld ich da genommen habe, Feld 29 genommen, habe da oben die Ecke.
Plan gemacht, habe dann auf 2 Etagen gemacht und ja, ein paar Bäumchen hingesetzt, ein bisschen schön gemacht, so dass es aussieht wie ein Sägewerk, ne? Also, ich bin ja so, ne? So, dann stellen wir den Kollegen mal hier unten hin. In der anderen schönen Unimog. Eine neuere Version. Auch eine Mod. So, dann wollen wir mal gucken. So, hier haben wir das Sägewerk an sich. Hier Holz rein, ganz klar. Ja, machen wir gleich. Dann geht's rüber zur Entrindung. Hier werden die Balken halt entrindet. Dann geht's rein ins Sägewerk. Und da geht das flott los hier. Ne? Balken gemacht und Bretter gemacht. Sehen wir auch gleich alles. Wie gesagt, sind mehrere Module, die man also sich hinsetzen kann, wo man gerne möchte. So, hier kommen Hackschnitzel rein. Zack. Darüber, bums, Hackschnitzel rein. Und hier, das ist das Schöne dabei. Und das ist auch gut gemacht. Echt gut gemacht. Hier wird die ganze Geschichte entrindet. Rupp, rupp, rupp. Und hier kommt dann dieser Rindenmulch rein. Zack. Könnt ihr beides im Heizkraftwerk fahren? Überhaupt kein Problem. So, jetzt machen wir ein bisschen was hier. Ich mit Poltergabel und Balken darüber fahren. Also wie gesagt, ihr könnt euer Holz, was ihr aus dem Wald holt, hier reinschmeißen. Wie gesagt, die Stämme verschwinden und dann kommen diese schönen, langen 8000 Liter Stämme hier raus. Die ihr auch verladen könnt, die ihr auch transportieren könnt. Ich habe es noch nicht gemacht und üben wir jetzt mal damit. Ich muss ehrlich sagen, Hut ab. Also diese Säge, Entschuldigung, dieses Sägewerk ist also sehr gelungen. So, jetzt will ich mal schauen, wie das funktioniert mit der Poltergabel hier. Weil, ne? Man sollte eigentlich schön die Mitte finden, ne? Machen wir den Vogel mal auf. Jetzt gehe ich über eine Außenansicht, weil das ist mir doch ein bisschen zu heikel. Ja, da muss man also schon ein bisschen vorsichtig machen. Ich hoffe, dass ich hier durchkomme. Und ich muss hier außen rumfahren. Ich werde außen rumfahren. Das werde ich mir nie antun hier. So, dann fahren wir an der Säge ran und dann ist der Balken gleich weg. Oh, dann liegt er da drin. Euch. Zack, weg ist er.
So, dann schauen wir uns die ganze Geschichte mal an. Da geht's in der Entrindung. Ne? Guck. Dann geht's weiter. Gehen wir mal hier rauf. Ich hoffe, dass wir das jetzt sehen können. Ui. Da kommt der Balken. Schwupp, dadurch. Rein in die Säge. Der wird gekürzt, weil er zu lang war. Und weiter geht's. Ab in die Säge. So, hier werden sie dann geschnitten zu Brettern und gleichzeitig auch zu Balken. Mal gucken, ob ich hier hochkomme. Nein, komme ich nicht. Da kommen die Balken. Das ist schön animiert, also das ist wirklich super gemacht. Hop. Darüber. Dann gehen wir mal raus. Und die werden dann hier abgelegt. Die man hier wegnehmen kann. Was schon eine heikle Geschichte ist, die hier wegzunehmen, weil man leider die Palettengabel nicht verschieben kann in der Breite. Und die dann rüber zu fahren zu dem Balkenwickler, da wollen wir gleich nochmal hingehen, ist schon heftig. So, hier kommen dann die Paletten raus mit den Brettern. Und die Bretterpaletten, die kann man dann zum Palettenwerk oder Station, Palettenstation da hinten hinbringen. Da können wir auch noch hin. Und kann da Paletten herstellen. So, dann fahren wir erstmal mit dem schönen Teleskoplader hier die Balken weg. Ich hoffe nur, dass es funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Weil es ist nicht einfach. Oh, warte mal, was habe ich denn da unten stehen? Oh. Habe ich den Kleinen da unten stehen? Dann machen wir das anders. Dann gucke ich mal. Ich habe hier schon eine Palette hingestellt. Dann fahren wir erst zur Palettenproduktion. Ja, wie gesagt, habe ich dann auf zwei Etagen gemacht hier. Und wir sollen auf jeden Fall eine Fläche einebnen, schreibt der Modder auch so. So, Paletten sind weg. Warum man die nicht wegnimmt hier, weiß ich nicht. Mal gucken. So, sind die auch weg. Und dann gehen wir mal in der Produktion und schauen uns mal die Produktion an. Ich kletter jetzt einfach mal hier übers Band. Ich kletter mal irgendwie rüber. So. Und das ist auch wirklich schön animiert. Da gibt es überhaupt nichts. So, und da kommen die fertigen Paletten raus, ne? Ich springe mal eben rüber. Hier werden die Füße dran gemacht und werden die da reingefahren. Oh,
oder die Distanzstücke, wie man das immer nennen mag. Und hier kommt die fertige Palette raus. Und dann geht's rüber. Und dann wird die da noch gedreht. Also die Palettenproduktion hat sich doch der Modder angeguckt, wie das so funktioniert, ne? Und wie das gemacht wird. Ich bin begeistert, ehrlich. Also ich bin echt von diesem Sägewerk hier begeistert. So, dann haben wir diese Geschichte auch erledigt. Hier ist das Heizkraftwerk. Und hier könnt ihr die Hackschnitzel und den Rindenmulch reinfahren. Es wird stündlich abgerechnet. Also nicht, dass er meinte, ihr schmeißt das erste Mal da was rein und es kommt kein Geld. Nee, es wird stündlich abgerechnet. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir... Na, er will nicht. Lass uns mal die Balken rüberholen. Was eine sehr heikle Geschichte ist. Weil wie gesagt, die Palettengabel, wenn die breiter wäre, wäre natürlich noch viel schöner. Ja, da muss ich nach außen gehen, weil tut mir echt leid, ich sehe das nicht so richtig. Und das ist nämlich genau das Problem. Weil wenn man dann nicht genau in der Mitte ist, dann passiert so was, dass der also an der Seite wegkippt. Dann müssen wir ein bisschen rüberschieben. Man lässt sich jetzt nicht schieben, ne? Das ist natürlich auch gut. Ist schon verflixt, ne? Er lässt sich auch nicht anheben. Okay. Dann versuchen wir was anderes. Den nochmal aufzulegen. Ja, ist schon eine knibbelige Geschichte. Aber ich habe anders keine Chance, ne? Kann er nicht heben. Und wenn er einmal runter ist, kriege ich noch nicht mehr drauf. Versuchen wir mal anders, dass wir den so vom Boden ein bisschen dahin kriegen. Ich habe es auch ein bisschen eng gestellt hier, aber wie gesagt, so Sägewerke haben ja auch nicht immer Platz ohne Ende. Ne? Oh, fall mir nicht runter, bitte nicht. Also wie gesagt,
Das ist Übungssache, da muss man halt hingehen und muss das in die Mitte packen, vernünftig. Zack, ist der Balken weg. So, dann gehen wir mal reingucken, wie das da gewickelt wird, ne? Ja, war wahrscheinlich jetzt ein Balken zu wenig. Dann wird es dann, ja, mir fehlt ein Balken. Naja, hier kann man zumindest sehen, wie sie gewickelt rauskommen. Man kann wirklich sehen, wie die gewickelt werden. Also das ist echt schick gemacht. Jetzt werden sie nochmal bedruckt. So wie ich das verstanden habe. Deswegen fährt sie nochmal zurück. Genau. Und dann bups, ist sie weg und dann ist sie raus. Ja, und wie gesagt, die kann man dann auch wegnehmen und kann man dann oben hinfahren zur Verkaufsstelle. Genauso wie die Paletten. Und kann die da verkaufen. Super Sache. So, wollen wir mal direkt machen, ne? Holen wir uns dann die große eingewickelte Palette. Holzbalken. Und bringe die dann zur Verkaufsstelle. Man kann natürlich auch hingehen und kann die auf ein Fahrzeug laden und die dann wegbringen. Man kann die Verkaufsstelle auch irgendwo anders hinpacken. Man muss die nicht unbedingt, ich habe jetzt die hinter dem Säge weggepackt, dahin packen. Man kann die auch woanders hinstellen. Ja, das von wegen nicht in der Mitte, ne? Da machen wir ja gerne ein bisschen schwer, ne? Das ist doch, so bin ich ja bekannt. So, zack, verkauft. 2850 Euro. So. Und wie gesagt, Hackschnitzel und der Rindenmulch, den könnt ihr im Heizkraftwerk reinfahren und da verkaufen. Nur wie gesagt, also wundert euch nicht, wenn ihr hingeht und das Zeug da reinschüttet und es kommt nicht sofort der verkaufte Betrag, weil der wird stündlich abgerechnet. So, dann koppeln wir den mal eben ab.
Na, ich hoffe, dass er die... Ja, macht er. Vorhin habe ich so Schwierigkeiten gehabt, da wollte er die Schaufel nicht nehmen. Der Vogel hier. So, ab zum Heizkraftwerk. Ja, wie gesagt, ist eine ganz schöne, tolle Sache, gefällt mir sehr gut. Und nicht einfach nur, ne, wie man das ja so kennt, Holz rein, Geld raus, das beschreibt doch der Modder so. Nein, hier ist wirklich schon einiges gemacht und viele, viele Gedanken drin. Auch mit dem Rindenmulch, das ist schon, ne? Schon eine geile Sache, ne? So, Global Company benötigt ihr hier für diese Sachen und der Modder schreibt hier, ihr solltet die Version 1.2.0.0 verwenden. Ja, und eigentlich wartet schon jetzt mit der Mod-Vorstellung. Ich möchte mich dann recht herzlich bei euch bedanken für die Zeit, die ihr wieder geopfert habt, um mir auf die Finger zu gucken. Danke für die Kommentare, danke für die Abos, danke für die Daumen rauf, danke für die Daumen runter. Und mit diesen schönen Bildern auf der schönen Hinterkaifeck mit dem schönen neuen Sägewerk möchte ich mich dann von euch verabschieden. In diesem Sinne, ich bin da raus, euer Olli1340. Ciao, ciao.